Datensynchronisation ist ja auch etwas Wichtiges heutzutage oder schon länger, schon immer eigentlich. Wenn ich verschiedene Geräte habe, dann möchte ich ja auch meine Daten synchronisieren mit diesen verschiedenen Geräten. Und da kommt, früher hieß es DAV-Droid, aber aufgrund eines wieder Trademark-Anspruches auf Droid wurde der Name verboten, deswegen heißt es jetzt neuerdings DAV-X hoch 5. So, und was DAV-X5 macht, es bietet mir eben CardDAV und CalDAV-Synchronisation in meinem Android oder Custom ROM, das ich da laufen habe. Und dazu persönlich mein Setting, benutzt dann auch Nextcloud. Ich weiß nicht, ob ihr Nextcloud kennt. Nextcloud ist eine webbasierte Datenlösung. Ich will nicht sagen, ist auch so ähnlich wie Dropbox, aber so ist es. Falls man das vielleicht kennt. In seiner Grundausstattung nach der Installation kann ich eben Dateien verwalten, also hochladen und runterladen, sowie meine Kontakte und Kalender. So. Da gibt es noch jede Menge Add-ons und Plugins, die ich noch dazu machen kann. Aber das ist so die Grundausstattung, wenn ich es installiere. Ich glaube, es gibt auch Media Player und einen Fotoviewer und so Kram, den man sich da. Ja, genau, hier sieht man ja auch. Aber das ist jetzt im Moment für uns nicht so interessant. Aber ja, genau, es gibt noch ein paar Grundfunktionen, die ich noch machen kann. Video angucken oder Bilder. Ich kann auf jeden Fall auch Links teilen, genauso wie Dropbox. Ich kann auch Links rumschicken und kann diese Links wiederum verschlüsseln bzw. mit Passwort schützen, etc. Jede Menge Funktionen. Es ist freie Software. Es ist sehr gefragt. Die haben inzwischen sehr, sehr viele Großkunden, also auch tatsächlich vom Staat. Es gibt auch inzwischen viele Ministerien und Agenturen, die da drauf setzen. Die werden ziemlich groß. Es ist eine sehr stabile, zukunftssichere Lösung, sag ich mal. Ohne jetzt noch mehr Werbung zu machen. Aber ich bin damit sehr zufrieden, benutze das und dann sieht das so aus. Das kann man jetzt natürlich theoretisch mit anderen Sachen auch erreichen. Ich benutze es jetzt eben mit Nextcloud. Dann habe ich also ein Telefon und es gibt eine Nextcloud-App, die ich benutzen kann, um vor allem die Daten im Prinzip zwischen meinem Server oder auch Webspace oder anderen dauerhaften Online-Lösungen zu synchronisieren. Oder ich kann das über einen Browser machen, da kann ich quasi auch mit dem Browser diese Oberfläche erreichen und gewisse Aktivitäten betreiben. Beziehungsweise ganz komfortabel meine Kontakte und Kalender automatisiert über diese DAV-X5-App synchronisieren. Und das gleiche kann ich logischerweise dann auch mit meinem Computer machen. Und da kann ich das dann zum Beispiel mit Thunderbird meine Kontakte und Kalender mit meiner Nextcloud-Instanz synchronisieren oder auch meine Dateien. Es gibt eben auch eine Nextcloud-App für Linux-Umgebungen, dann kann ich die Dateien dort synchronisieren. Hier, das hatten wir gerade mit dem Telefon und das führt letztendlich natürlich unterm Strich zu dem Ergebnis, dass ich so meine Geräte alle über die zentrale Instanz miteinander synchronisiere. Es gibt Nextcloud einmal zum kleinen Preis zum Klicken im Internet. Es läuft hervorragend auf dem Raspberry Pi hinterm Fernseher. Es gibt auch, glaube ich, ganz kleine Instanzen, die man sich kostenlos klicken kann. Also das ist wirklich ein tolles Projekt, wo man eine Menge lernt. Und so alles, was man irgendwie über Google Cloud abbilden kann, kann man auch mittlerweile über Nextcloud abbilden. Also Kalender, Dateien. Ich bastel gerade rum, dass man sowas wie Hallo, ich bin hier. Also du kannst aktuell dann verfolgen, wo ich bin. So PhoneTrack versuche ich auch gerade zum Laufen zu bringen. So. Da ist eine Menge Spaß hinter und man lernt eine Menge. Nee, ich kenne auch zwei Entwickler, die sind beide auch sehr sympathisch. Meine einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass sie also sich zu aufblähen auch. Aber es läuft alles eigentlich bisher über Plugins, deswegen ich glaube, weil sie machen jetzt auch einen Videocall, wollen sie noch reinbauen. Das ist schon drin, das ist sogar schon drin. Und da gibt es dann auch über Collabora, aber es ist ein Drittanbieter, Collabora Online. Kann man dann LibreOffice Online-Kollaborationen einbauen? Also es ist wirklich auch ein ziemlich mächtiges Tool. Und ich kann es mir selber hosten, oder? Es gibt inzwischen auch viele Firmen, die das anbieten, quasi für ein paar Euronen im Monat das hosten lassen.